Ja, du bist ein Kikimori-Krieger. Ich brauche ich auch nicht. Was ist denn schon wieder? Gerade hier hinten gab es eigentlich mal richtig viele Echosporen. Ja, nee, du bist in der Ich-Knopfe. Die Knopfe brauche ich nicht. Aber jetzt kamst du auch mal wieder vor. Das lässt dir in der Hoffnung zu, dass es vielleicht eine Archäus-Regenerierung gibt. Nein. Oh nein, Schnopse. Mann. Uns fehlt eine einzige Zutat. Oh, ich wollte mich gerade erst freuen. Da ist es. Gott, wir haben sie endlich. Ja, du stirbst es auch. So. Ja, Schnaps haben wir. So, jetzt können wir einmal zum Turm zurückkehren. Dann können wir uns einfach zu Triss hinporten. Hallo? Okay. So. Nimm bitte einmal den Turm hinein. Dann übernachten wir am besten hier einmal kurz bei. Ja. Wederrad. Wederrad, Felgstein. Gott, jetzt komme ich ja total durcheinander mit den Namen. Bitte einmal Teleport öffnen. Einmal bitte zu Triss ins Labor. Einmal zu Trisschen. Da. So, wo müssen wir denn unsere Verträge abgeben? Einmal bei Jethro. Ah, okay, Jethro. Und einmal bei Velerath wieder. Gut. Liegt ja alles quasi, wirklich nur quasi auf dem Weg. Ah.
Ein Hexer. Wählerat ist da oben. Irgendwo. Warum glotzt ihr so? Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. Vergesst eure Stellung nicht, Hexer. Glaube ich, das erste Mal, dass ich alle Verträge dann durch habe. Ich bin welcher? Der übt. Ich bezahle, wenn ihr 10 Klauen. Ja. Euer Gott. Danke. Und 200 Orens. So, und dann jetzt noch einmal zu Jethro. Und dann können wir zu Leuwarden zurück. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Einmal zu Leuwarden. Erst Jethro, dann Leuwarden. Dann müssen wir unbedingt noch gucken, wie wir das mit dem Werwolf da machen. Hast du uns irgendwas zu sagen? Nee. Lebt. Wir können auch gleich nochmal gucken, ob wir mit Carmen reden können. Stimmt, wir haben hier für sie noch einmal das, die Hundspetersilie. So, das speichere ich einmal ganz kurz. Wir haben es länger nicht mehr gemacht. Speichern, 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 speichern und hallo, Jethro. Was wollt ihr? Ich bin wegen der Anzahl. Richtig. Ich hab. Trefflich. Hier ist das Gold. Was wollt ihr? Ihr seht krank aus, Jethro. Hab seit 5 Tagen kein Auge mehr zugetan. Aber ich fühle mich so gut wie neu. Der Absturz kommt bestimmt. Nein, das ist so, als würde man in Buttermilch schwimmen. Okay. Lebt wohl. Gut. So. Ja, mit Siegfried kommen wir halt einfach gerade nur nicht weiter. Ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Aber egal. Das ist jetzt so. Ich verabscheue dieses Wetter. Da können wir jetzt leider nichts mehr dran ändern. Die Götter haben ein Fluch der Götter. Es regnet und es schüttet. Ja. Wie heißt ihr? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Lebt wohl. Okay. Wir müssen also wirklich erst herausfinden, wie die Person heißt. Es zieht ein Sturm auf. Es gießt wie aus Eimern. Okay. Man sieht die Hand vor Augen. So, Werberohr. Und nehmen wir hier mal das Eisenkraut mit. Ich weiß, wofür wir es später brauchen. Und dann. Denne. Laufen wir mal. Einmal zu dem guten Leuwarden. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen späten Abend brauchen oder nicht oder doch oder ja oder nein. Das werden wir einfach mal schauen. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ein Hexer, versteckt eure Frauen. Ja, der böse Hexer Geralt kommt. Ein gutes Geschäft. So. Die Ignatien nehmen wir hier nochmal ein bisschen mit. Bin ich in Ungnade gefallen? Ein bisschen. Okay.
Bin ich mal gespannt, was Roy Warden uns so zu erzählen hat. Tolle Idee. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch schämen. Ich hätte gern einen Happen. Also es ist 22 Uhr. Ihr seid anders. Wie interessant. Irgendwie vergeht die Zeit verdammt schnell, aber irgendwie kriecht sie auch so dahin. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Mhm. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Warum? Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionage-Quatsch geht mir auf den Senkel. Nur nicht nur dir. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Okay. Also ein Kontaktmann in Visima. Na, hallo. Oh, ich kann mich daran noch vage erinnern. Es lief bei mir damals nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es damals auf Anhieb nicht gefunden. Ich gucke mal, ob ich noch ungefähr weiß, wo der damals war. Seid ihr krank? Er war in der Nähe eines Stadttores. Vergesst es. Weiß ich noch. Hier war es nicht. Hier war es nicht. Da mussten wir nicht hier irgendwo lang. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Was kann ich hier mitbringen? Vor allem, ganz ehrlich, die Stadt sieht eigentlich so wirklich richtig rund aus, wenn man jetzt hier so lang geht. Aber das ist hier eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man später in den anderen Witcher-Teilen noch nach Visima nochmal kommt. So, ich glaube, meine Ziel ist, dass er hier irgendwo... Ihr solltet euch schämen. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Du vielleicht? Ich sah... Wie hat die Kreatur ausgesehen? Denkt euch einen Hund, der eine Spinne frisst und wieder auskotzt. Denkt euch dann die Spinne hundertfach größer. Nein, tausendfach größer. Gebt ihr die Fratze und die Heimtücke meiner Schwiegermutter, dann habt ihr euer Ungeheuer. Eine professionelle Beschreibung. Ich schlug mit dem Schwert auf die Bestie ein und wollte sie nicht näher in Augenschein nehmen. Nochmals. Danke. Geralt von Rivia. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch... Es herrscht Kriegs... Ich werde mich... Das solltet ihr ab. Die Lilie muss noch von Flammen... Was? Ich meine... Geht jemand an... Geht ihr was auf jeden Fall nicht. Und wenn sie erfahren... Wachoffizier... Kikimoren muss man nicht fürchten. Sie bluten, also kann man sie töten. Ja, hast du schon recht, aber... Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Okay. Verdammt, ist das heiß. Also es muss auf jeden Fall ein Wachoffizier sein. Ich dachte, es wäre hier gewesen. Ja. Ja, ja, nicht ja, sondern... Oder war es doch da hinten? Oder warst du es? Die Liebe... Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die... Ich muss jetzt... Ich soll... Ihr habt keinen... Dafür, dass ich gegen die... Gibt es keine größeren Probleme? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Und ich... Fang... Okay. Was für ein Gestank. Ich sag ja, das ist gar nicht mehr so einfach. Es kann auch sein, dass der einfach random irgendwo erscheint. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher. Kann aber auch sein, dass der doch relativ einfach zu finden war und dass das einer vor den Kloaken ist. Weil ich weiß, dass wir runter in die Kloaken dann müssen. Also, hier müssen wir noch ein Wachoffizier.
Ja? Die Lilie... Was? Oh. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr okay, hättet euch ein einfacheres einfach. Passwort ausdenken sollen. Das war einfach sollen. Und ich war zu blöd. Nun denn, hier ist der Plan. Schlag Mitternacht, trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung, aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! Okay. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Muss man mit der Nacht ihr in die Kloaken. Keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Ich muss ausruhen. Weißhaar, ich gestehe, ich finde Weißhaar, euch. Weißhaar. Oh, großes Weißhaar, ja, ja. Ich weiß, Weißhaar. Wir haben weiße Haare und wir sind stolz drauf. Verdammt. Ganz ehrlich, ich wäre eigentlich auch gerne ein Hexer. Irgendwie wäre ich gerne ein Hexer. Ihr bringt doch Hunger. Ihr seid herzlich. Seid, kann ich... Danke. So, da. Seid, kann ich... Ich... Ja. Hier. So, einmal gut Nächtle. Nächtle bis Mitternacht. Was sollte ich gleich wieder tun? Was sollte ich gleich wieder tun? Unmöglich. Bleib stehen. Ohio. Ich poliere euch die Fresse. So ähnlich klingt das eben gerade. So in der Tonlage. Kannst du nicht so gut nachmachen. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Das ist ein schöner Reim. Den werde ich mir merken. Im Regen, in die Traufe, in die Flut. Eingang zu den Kloaken. Wir beten, dass wir richtig sind. Dann wollen wir doch einmal noch mal kurz. Wobei, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Sonst vergeht ja auch Mitternacht. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal durch hier. Da vorne ist aber Gott sei Dank eh noch ein Feuer. Kameraden, die Leiter! Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Was zu trinken, ey. Ja? Adieu. Okay, jetzt können wir da einmal hinaufsteigen. Aber ich würde gerne noch einmal ein bisschen was herstellen. Dann einmal eine Stunde. Was ist heiß in diesem Ding? Meine gut. Füße schmerzen. Meine Füße schmerzen. Mir ist kalt. Meine Füße schmerzen. Mir ist kalt. Meine Füße schmerzen. Mir sollt nein. So. So, er ist da immer noch gerade dabei. Huch, das hat aber nicht gewirkt, ne? Die Pflicht ruft. Okay. Ja, da das nicht wirkt, dann lassen wir das mal, ne? Map, 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 map. Map, map, map.
Map, map. Map, 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 map. Map, map, map. Okay, nein. Hinein mit uns in die Google-Stube. Okay. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagte, der Kristall dampft sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Aha. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, der Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Ah, Hallele. Ihr fordert die Salamandra heraus. So, Geralt, könntest du bitte mal dein Schwert zucken? Das wäre ja Zucker. Okay. So, hey. Das ist jetzt hier nichts Neues. Den nehmen wir aber mal. Mit aus Sodden nehmen wir auch mal. Fistik brauchen wir nicht. Pyrit Ektoplasma nehmen wir. Radovid! Sag mir doch was. Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich. Werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück. Sag Ada schöne Grüße. Dringend ein magischer Spiegel. Ich werde sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Gut, da können wir nichts weiter mit anfangen. Hier auch überall nicht. Warte, nein, hier ist ein Schrank. Den Hinweisaft brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das Essen nehmen wir mal mit. Lassen wir mal. Hier noch irgendwas im... Oh ja! Ich bin noch Salamandra im Keller. Ich reiß euch die Eingeweide raus. Das kann lustig werden. Ja, Geralt, wenn du nicht schlägst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann kann ich da auch lange stehen. So.
Schon besser, schon besser. Gut, den kann ich dann halt gerade nicht ausrauben. Oh, da ist ja noch einer. Sterbt. Ich hab mich kurz schon gewundert. Ihr seid tot. Ich möchte noch mal eines wissen. Ich möchte nämlich mal wissen, woher wir die eine Schriftrolle kriegen. Aber, also angeblich soll man die schon gekriegt haben. Aber... die haben sie halt noch nicht bekommen. Das ist halt das Seltsame gerade daran. Und verkauft hatten wir nämlich nichts. Bildung schreiben. Haftbefehl. Wir gucken mir jetzt hier gerade oben alles nochmal an. Aber hier ist nichts. Gut, ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz in die Pause. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Das musste ich ja Gott sei Dank längere Zeit nicht, aber... ja, jetzt ist es leider doch wieder soweit. Also bis gleich.